Sie auch immer, dass die Dinge heute alle nur mehr Kommerz sind? Nicht mehr so wie früher, wo die Dinge noch echt waren. Wo die Bluesgitarren von zahnlosen Schwarzen gespielt worden sind, irgendwo in Illinois. Wo das alles ganz authentisch noch war. Aber heute ist alles unecht, weil alles käuflich ist. Und die Politiker auch käuflich. Ja, vor allem die käuflich. Der Haider, die Scheuchs, der Strasser, der Dörfler, die halbe Schüsselregierung, alle käuflich. Und da habe ich mir gedacht, wenn so viele Politiker käuflich sind, ja vielleicht sind die dann auch verkäuflich. Und mich gefragt, ob man dann nicht vielleicht ein Geschäft draus machen kann. So eine Art Geldanlage. Ich meine, diese Wirtschaftsliberalen, die sagen uns doch immer, dass auf Finanzmärkten eine effiziente Preisbildung stattfindet und dass auf Märkten immer Transparenz und die Intelligenz der vielen herrscht. Und das würde ja dann bedeuten, dass durch Kauf und Verkauf von Politikern und durch den Preis, der dann daraus entsteht, der sich daraus ergibt, man den wirklichen Wert von Politikern ermitteln könnte. So von der Art, ich kaufe mir den Ernst Strasser um, sagen wir, 1000 Euro und versuche ihn dann weiter zu verkaufen. Mist, werde ich dann feststellen. Ich kriege ihn nicht mehr los. Der liegt im Regal wie ein uralter, gebrauchter Schlapfen, den keiner mehr haben will. Ja, und dann stellen wir fest, wir haben käufliche Politiker ohne jeden Wiederverkaufswert. Die tun zwar gern so, als wären sie James Bond, aber in Wirklichkeit sind sie Junk Bonds, Schrottpapiere, voll toxisch. Die können sich hinstellen und sagen, grüß Gott, mein Name ist Bond. Junk Bond. Und ich mal mir das sehr schön aus. Die Scheuchs, der Dörfler, der Strasser, der Schüssel, der Gorbach und all die anderen Shame Boys. Auf so einem Markt und die stehen da herum und keiner will sie haben. Und dann ruft man Sonderangebot, nimmt zwei zum Preis von einem. Und trotzdem, keiner will einen von denen. Die kriegt man höchstens los, wenn man den Leuten ein Österreich-Abo und eine Autobahn-Vignette noch dazu gibt. Na, da würden die schauen. Und weil der Strache langsam sieht, dass ihm mit seiner Korruptionspartie die Fälle davon schwimmen, da hat er jetzt ein total lustiges Interview gegeben. Und da hat er gesagt, dass der Haider und diese ganzen anderen von dieser Räuberbande halt gegen das rot-schwarze Proporzsystem gekämpft haben, aber dann vom System korrumpiert worden sind. So schade, so eine Tragödie. Vom System korrumpiert. Nach dem Motto, wir sind ja völlig unschuldig, das System ist schuld. Ja, die haben sich kaufen lassen, hat er gesagt. Ja, ich, der Bums die Strache, mich hat der Haider auch kaufen wollen, aber ich habe mich nicht kaufen lassen. Ja, der ist total super, der Bums die. In Versuchung hat er ihn geführt, der Jörg. So wie die Schlange im Paradies in Versuchung geführt. Die Charakterstärke getestet. Und er hat sich gewunden und die Versuchung war stark, aber er ist standhaft geblieben, der Strache. Dabei war er nicht einmal an einen Schiffsmast gebunden, so wie einst der Odysseus, als der der verführerischen Kraft der Sirenengesänge widerstehen musste. Unser Held Bumsti, der Versuchung des Systems widerstanden. Bei irgendwas ist da auch unlogisch. Wenn es da ein böses System gibt, das die Guten in Versuchung führt und zu korrumpieren versucht, dann müsste doch das System viel böser und korrupter sein als die Schwachen, die halt korrumpiert werden und dann halt auch ein bisschen korrupt sind. Warum ist aber dann die Korruption unter den Verführten tausendmal ärger gewesen als die Korruption unter den angeblichen Verführern? Aber ich sage Ihnen was, ich glaube, der Bumsti redet Quatsch. Den können wir auch bald verramschen. Politiker, Bastlerhit, abgenützt mit braunen Flecken, billig abzugeben. Und übrigens die Chefin der dänischen Rechtspopulisten, also gewissermaßen die Bumstine Strache von Dänemark, die ist jetzt zurückgetreten. Und zwar hat die gesagt, will sie selber gehen, solange ihr noch irgendjemand eine Träne nachweint. Na, ich fürchte, unser Bumsti wird den Zeitpunkt verpassen. Mhm.